Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Tja, das ist die Frage, ne? Oh, wieder beendet. Die Sequenz. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Erbe des Reiches, Sequenz 5. Neue Gegenstände in Buchläden freigeschaltet. Und das ist auch direkt die neue, die nächste Hauptmission. Irgendwo. Ja. Dieser Teppich, unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tariq Baletti, ihren Hauptmann? Er ist hier irgendwo, ein arroganter Mann, aber... ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aksche nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabanche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aksche und wir bleiben Freunde. Jetzt weiß ich auch, wo die Begrifflichkeit Asche herkommt, wenn man Asche statt Geld sagt. Irgendwie. Ja, cool. Die Janitscharen. Ezio und Süleyman verdächtigen den Janitscharen-Hauptmann Tariq Baletti, mit den Templern im Bunde zu stehen. Finden und verfolgen sie ihn, um mehr zu erfahren. Zwei Wachen mit Bomben ablenken. Machen wir natürlich alles. So, Bomben ablenken. Da. Also jetzt gehe ich zur Bank. Ich muss mal ein bisschen was in der Tasche klimpern hören. Nein, das war die falsche Taste. Wie gut, dass sie einfach angezeigt wird auch und ich drücke trotzdem die falsche. Na gut. Tut mir leid, Bankier, du musst jetzt leider damit leben. Habe ich noch eine Bombe? Soll ich mir den? Wo ist hier was? Auf jeden Fall, ich mir das selbst eingebrockt, wollte ich sagen. Sollen wir was durchlesen? Hat lange nicht mehr gemacht, ne? Ihr könnt ja einfach mal kommentieren, ob ihr das möchtet, dass ich noch die ganzen Charaktere vorlese, also den Tariq zum Beispiel oder auch den Al-Mualim oder den Abbas, oder ob ich das, ob es euch egal ist, könnt ihr gerne mal kommentieren, da werde ich mich euren Wünschen dementsprechend fügen und sie berücksichtigen. Ah. Da ist er.
Ich hoffe, Selim kehrt bald in eine Stadt voller Zuversicht und mit stärkerer Führung. Der Mann hat schon eine gewisse Aura irgendwie, ne? Ich finde, der strahlt irgendwas aus. Auch wenn ihr das einfach nur so verfolgt, aber irgendwie merkt man schon, der fügt über eine gewisse Macht. Über eine gewisse Größe. Kann ich die beiden Wachen ablenken? Ich glaube, das bringt nichts, oder? Nee, bringt nichts. Ich glaube, die müssen an einer bestimmten Stelle stehen, die Wachen, damit das was bringt. Oder? Oh. Ich wollte euch nicht berauben, Entschuldigung. Also bestehlen war kein Raub, war ja nur ein Diebstahl. Nur. Hoffen wir, dass die neuen Verwalter in diesem Bezirk lange bleiben werden. Ja, das hoffe ich auch, weil das sind Missstände hier, also. Nee. Arbeitet euer Onkel eigentlich noch für den? Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Ich will nur das Beste. Auf dem großen Bazar wird man nicht immer fündig. Lungert hier nicht rum! Lungern doch gar nicht rum, wir unterhalten uns doch nur ganz vernünftig. Also bitte, ich meine, wenn das schon nicht mehr erlaubt ist, dann... Wie viel Respekt die alle vor dem haben, ne? Die alle quasi so ausweichen. Es ist ein wichtiges Treffen. Sorg dafür, dass niemand mir folgt. Ah, jetzt kommt also die Bombe ins Spiel. Kann ich auch hier rumgehen? Jo. Oh oh. Weg. Wieso hat er mich entdeckt? Also ich behaupte, er war jetzt nicht wirklich nah dran. Also, na gut, ist egal. Ich stelle mir eher die Frage, wann der Zeitpunkt kommt, um die Wachen abzulenken. Das frage ich mich dann schon eher. Ah, warte mal, ich kann doch vielleicht... Ah, so einfach geht das. Hat mir auch sehr viel gebracht jetzt, das ist übrigens weg. So. Auf jeden Fall ist es immer so ein innerliches Blumenpflücken, wenn man optionale Synchronitätsziele schafft. Wow. Ich muss mal kurz plündern, bevor ich weiterverfolgen kann. Es gibt nämlich 1300 Asche. Vielleicht auch die Antwort auf die Frage, wie die Währung sich hier nennt. Als ob jetzt. Ah, ich muss mal kurz hinsetzen. Ich bin... Ah, danke. Du bist ja das Kreuz, ne? Das Alter, so. Oh nein. Natürlich, nur die wenigsten. Na gut.
Und ich wollte die Seiten wieder aufziehen hier. Oh, hi. Lauf doch einfach. Ganz souverän. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Es bestand nie der Ansatz einer Gefahr, dass ich das nicht schaffen könnte. Ihr da, ich komme morgen wieder. Und wenn ihr bis dahin nicht all diesen ausländischen Unrat entsorgt habt, werde ich ihn persönlich konfiszieren und in den Boss bewahren. Also er möchte also nicht, dass irgendwas importiert wird. Okay. Das ist ziemlich deutlich. Habe ich natürlich keine Bombe mehr zum Ablenken. Also gut. Ist ja in Ordnung. Hauptsache, ich sehe ihn wieder. Hey Leute, na? Wie ist es? Hä? Wie läuft's? Ich will unbedingt diesen Auftrag von Bill. Er braucht eine recht große und ansehnliche neue Administration. Viele alte Häuser müssen renoviert und umgebaut werden. Ich ruf mich einfach an, wenn was ist. Wird er den Bauherrn mit. Du hast ja meine Nummer. Was sagt er? Manuel stimmt dem Treffen mit euch zu, Tarik. Er wartet am Tor des Arsenals. Ein eifriges altes Wesel, nicht? Kommt. Gut. Wir haben eine Sophie-Erinnerung und wir haben eine Hauptmission. Und wir haben eine Feste, die angegriffen wird. Okay, wie teilt sich das denn alles jetzt hier auf der Karte? Da ist die Sophia, da ist die Hauptmission und da ist die... Also alles relativ nah beieinander. Und Piri Reis haben wir auch noch da. Piri Reis wäre natürlich eine Idee, weil dann würden wir nämlich auch gleichzeitig neue Bomben bekommen. Ja, mache ich. Ich mache Piri Reis. Ich habe ja so wenig, ihr wisst ja, ich habe ja so wenig Komponenten für die Bomben, deswegen muss ich unbedingt jetzt mir die schenken lassen, weil sonst ist es halt so, wie es ist. Ne? Aber Arsenal klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich demnächst auch das Arsenal betreten und da die Schatztruhen plündern und auch den letzten Aussichtspunkt besteigen oder erklimmen oder wie immer ihr das nennen möchtet. Gut, der Klimm klingt, glaube ich, ein bisschen besser als besteigen. Da können wir übrigens Bomben herstellen. Nee, wir wollen den Piri Reis besuchen. Ich muss mich immer noch an die neue Energieleiste gewöhnen. Ich weiß, sie hat eine andere Bezeichnung, aber ich nenne es einfach Energieleiste, weil... Ja. So. Synchronitätsanzeige heißt das, glaube ich, das Ding. Oh, stimmt, können wir auch noch machen. Ist auch länger her. So, statt verteidigen haben wir. Zurückerobern. Assassinen. Ja gut, da hat sich nichts geändert jetzt. Außer, dass die jetzt... Ja, auch Stufe 10, okay. Na gut, dann sind wir doch wieder gut im Spiel. So. Athen gehört uns. Damaskus gehört uns. Also, stimmt, da kann man ja, also ich hab's vergessen. Genua gehört uns.
Jerusalem wird belagert. Was ist denn da los? Stadt verteidigen. So, okay. So, nee, 53, 66. Da hätten wir 49. Ja, dann machen wir das doch so. Dann nehmen wir die Latife. Ich glaube, ich habe jetzt genug festen Anführer, ne? Da kann ich die eigentlich wegschicken. So, okay. Mission starten. Lissabon gehört uns. Ja, dann erober ich jetzt die Städte. Fertig. Stadt zurückerobern. Okay, das sind die gleichen Prozentwerte vom Prinzip. Da sind wir bei 50%. Ja gut, die 5%, da können wir ein bisschen drauf scheißen eigentlich. Zack, zack. Also starten. Marseille. Ja, da will ein bisschen was fehlen. Ach komm, was soll's. Fertig. Und dann nehmen wir noch Tripolis im Angebot. Wow. Ja, die beiden einfach so. Alles klar. Hätte auch was Kleines in den Städten machen können, die wir schon besitzen, aber... Nee, machen wir lieber so. Gut. Pires, da sitzt er. Hier, er leibt und lebt. So, ach, haben wir auch schon fertig. Ja, dann nehmen wir das hier. Gut. Oh, meine Bomben werden zerlegt. Wusstet ihr, dass auf den Karten der frühen Christen der Osten oben war? Sie dachten, der Himmel läge in dieser Richtung. Noch hinter China, weil dort jeden Morgen die Sonne erscheint. Wie schön einfach. Oder nicht? Das Jenseits auf Erden. Glassphären im Himmel. Und die Erde als Zentrum des Universums. Ha! Was für eine Pferdepisse. Ha, aber ihr kommt nicht, um zu philosophieren. Wonach steht euch der Sinn? Ich brauche eine einfache und doch effektive Ablenkung. Dann ist diese Bombe das Richtige. Sie macht einen lauten Knall und lockt damit alle Soldaten in Hörweite an. Viel Spaß. Pirires Kirsche. Lernen Sie, wie die Kirschköderbombe eingesetzt wird, indem Sie dem verwundeten Assassinen helfen, unbemerkt zu entkommen. Mindestens 2 Konflikte zwischen unterschiedlichen Wachen beider Fraktionen auslösen. Okay. Ich frage mich jetzt natürlich, wie viele unterschiedliche Bomben der Peri Reis unter oder in seinem Schreibtisch hat. Dass ich einfach so hervorholen kann. So. Den Zielort aufsuchen. Eine Kirschköderbombe unter den Bogen des Hauses werfen, um die nahestehenden Wachen wegzulocken. Ein guter Wurfarm. Ja, wie kann ich jetzt einen Konflikt auslösen? Eine Kirschköderbombe auf die Straße werfen, die Wachen zum Ursprungslärms. Ah, jetzt vielleicht, oder? Nee, auch nicht. Alle Wachen, sowohl Osmanen als auch Byzantiner, werden den Explosionsherd einer Kirschköderbombe untersuchen. Wenn die beiden Fraktionen aufeinandertreffen, gibt es Fratzengeballer. Der Assassine wurde gerettet, nun unentdeckt aus dem Gebiet entkommen. Und dazu werde ich jetzt nämlich noch eine Schlägerei anzetteln. Ich sag mal, so ist es wahrscheinlich auch gewollt.
vom Spiel. Dass man das genauso erledigt. So, wo ist denn hier was? Hä? Wir müssen noch. Da sind die. Was sind die anderen? Ich sehe es nicht. Auf der Karte sind sie, sind aber nicht hier. Ich baue mir jetzt einfach mal hier hin. Ich sehe die echt nicht, ne? Hier vielleicht. Sind das die? Ah, nee, oder? Doch, das sind die. Ja. Hoffe ich zumindest. Warte, beeilen, beeilen, beeilen. Kommt, Schlägerei. Wow. Ja, geht doch. Gar kein Problem. Genau das hatte ich vorher gehabt. Genau so. Sehr gut. Yuppie!